Servus, Leid. Gestern habe ich das erste Mal wieder geschossen seit einem Jahr. Ich habe mal im Keller einmal geschossen. Aber sonst ein ganzes Jahr Pause. Und es würde mich mal wieder jucken, ein Diabolo fliegen zu lassen. Oder eine Rundkugel. Gesundheitlich war es mir nicht möglich und ist auch im Moment noch nicht ganz okay. Die Sonne scheint und dann geht es einem besser. Der Chicken Diver ist dabei zuzuwildern. Der letzte Sturm hat einige Bäume umgerissen, die liegen immer noch dort. Ich bin nicht in der Lage, das zu ändern. Es haben sich viele Leute angesagt, sie würden kommen und helfen, das wieder in Ordnung zu bringen. Das Problem, die haben keine Motorsäge oder irgendeinen Freischneider. Was wollen die Leute da machen? Sagen wir mal, da würden jetzt fünf, sechs kommen. Und einer oder zwei können schaffen und die andere können nicht mehr wie zugucken. Das wäre nicht produktiv. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie lösen kann, weil es juckt mich irgendwie. Ich möchte halt mal wieder gern schießen. Ich bin nur am Musikmacher im Moment. Das kann ich im Sitzen machen. Jo, Lust hätte ich, so ein Zentstück auf 75 Meter schieße, was mir da gemacht hätten, das war einfach das Absolute, also zumindest für mich. Ich schieße schon seit 1971 sportlich, mache Meisterschaften und das war für mich die Krönung. Und nochmal die Oberkrönung waren, es sind Leute gewesen, die keine Sportschütze sind. Die haben mal Videos gesehen und haben dann Lust gekriegt, ach sowas zu machen. Und dann haben wir auf 75 Meter Zentstücke geschossen. Ich meine, da gibt es ein Video davor. Und es hat mich so gefreut. Jeder, wo da war, hat das Zentstück getroffen. Und das waren diese Garagenschütze. Das ist nicht abwertend, sondern das sind Leute, die gern schießen, aber mit Vereinen nichts am Hut haben. Das war genial. Ich liebe diese Leute, die so vom Schießsport begeistert sind. Sportordnungen. Alles gut und schön. Aber es wird oft übertrieben. Sicherheit ist unabdingbar. Sicherheit ist beim Schießen das Allerwichtigste, auch bei uns. Und es geht nicht an, dass da einer wild rumballert. Manche meinen da, naja, da kann man ja zu dem Kurt gehen und da kann man dann da rumballern. Ich habe schon einige vom Acker geschickt, die gemeint haben, das wäre so. Nee. Also nur vernünftige Leute schießen hier mit 7,5 Joule-Waffe. Das wird auch stichartig überprüft. Jeder, der da kommt, unterschreibt, dass er auf eigene Gefahr dieses Gelände betretet und in eigener Gefahr handelt nach dem Gesetz. Ich stelle lediglich das Gelände zur Verfügung. Ich übernehme keine Verantwortung für irgendjemand. Ich übernehme die Verantwortung für mich allein. Wer mir nicht passt, zum Beispiel
Warmluftliga. Das sind Leute, wie sie nicht heute, was sie gestern gesagt haben. Die sind weiterhin unerwünscht. Also nur Leute, auf die man sich verlassen kann. Nicht Leute, die mir meine Lebenszeit rauben. Ah gut, ich komme am Sonntag. Wann soll ich kommen? Am 10. Gut, wir machen am 10. aus. Der Kurt steht unten am Chicken River und wartet und wartet. Es kommt noch nicht einmal ein Anruf. Also, ich muss das nicht vertiefen. Diese Leute werden nie bei mir schießen. Aber alle anderen dürfen, die sich mit mir nicht vergrault haben. Und da gibt es einige, die brauche ich nicht. Ich will meinen Spaß und keinen Ärger. Bei mir muss man bestimmte Regeln einhalten. Jo, so sieht es aus im Moment. Irgendwann wird der Chicken River wieder geöffnet. Also er ist nicht geschlossen, er ist nur verwildert. Man kommt nicht durch die Donne. Finden einen Weg. Die wachsen nach unten, wachsen von unten wieder hoch. Also es ist Wahnsinn. Das muss erst mal gemacht werden und dann wird man sehen. Ich hätte jedenfalls Lust dazu. Macht's gut, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder und bleibt gesund.